Baschkas Video zu Julienkos Finanztipps. Warte mal, Julienko macht Finanztipps? Scam um jeden Preis. Dubiose Gesundheitstipps. Macht Julienko Multilevel-Marketing-Dinger? I don't know. Ich war im Urlaub, die Instagram-Zuschauerschaft unter euch weiß Bescheid. Und falls ihr up-to-date bleiben wollt und mich auch mehr als einmal die Woche sehen wollt, keine Garantie, könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen und natürlich auch hier ein Abo dalassen. Da ich aber eine Woche Pause hatte, habe ich jetzt finanzielle Einbuße und muss jetzt dringend wieder zu Geld kommen. Und zum Glück hilft mir da Julienko. Denn neben seinen dubiosen Gewinnspielen, wo man Ich mach dich reich Millionären folgen muss und seinen Bildern von seinem stahlharten Körper, kann er noch mehr. Noch mehr, fragt ihr euch, ja. Das Tanktop ist ein bisschen eng, Digga. Stahlharten Körper kann er noch mehr. Noch mehr, fragt ihr euch, ja. Nämlich finanzielle Tipps geben mit Hilfe einer Seite, über die er gestolpert ist. Ich bin gerade auf eine sehr interessante Website hier gestoßen. I just found this new cool website where you can skin gamble on. Einmal ganz kurz vorstellen möchte. Ihr wisst ja, dass ich mich mit dem Thema Finanzen sehr gerne auseinandersetze. Und da nur noch. Neuer Content erwartet dich in 0 Tagen, 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden. Dafür ist das eine wirklich sehr coole Seite. Einfach mal auf den Link klicken, denn da kommt ihr dann zu DieMoMa. Hier könnt ihr zum Beispiel zu der Rubrik Mindset, Geld verdienen, Geld sparen, euch einige Videos anschauen. Und es wird auch noch einiges kommen. Bleibt dran, ich werde euch auf jeden Fall die Tage noch mehr davon berichten. Ich habe da so eine Website gefunden. Wir gehen jetzt hier einfach mal auf Mindset. Und dann seht ihr hier auf der Seite ganz viele Punkte. Zum Beispiel hier, wie setze ich mir Ziele? Und dann könnt ihr euch dazu schon mal ein Video anschauen. Also, klickt unbedingt mal auf den Link. Und dann kommt ihr zu der Seite. Tatsächlich hat euer Girl Sascha den Link mal geöffnet und sich die Seite näher angeschaut, denn die Seite ist tatsächlich recht interessant und vor allem, wer eigentlich hinter der Seite steckt. Zunächst verspricht die Website Muljenko wahrscheinlich. Aber viel. Entdecke Wissen, veränder Leben. Tauche ein in eine Welt des Wissens, der finanziellen Stabilität und der persönlichen Weiterentwicklung. Passives Einkommen. Fehlt noch. Bei DieMoMa entdeckst du geballtes Know-how, praktische Hilfestellung und bahnbrechende Einsichten, die dein Leben verändern werden. Bahnbrechende Einsichten, Leute. Merkt euch das. Starte noch heute und gestalte eine Zukunft, die nicht nur dir, sondern auch anderen zum Erfolg verhilft. Auf dieser Webseite werden Online-Kurse angezeigt, die einem versprechen, das Leben zu verändern. Dein Leben ist anders. Das ist ein Abo-Modell, welches man 3 Tage lang testen kann. Jedoch sind in den ersten 3 Tagen nicht alle Inhalte freigeschaltet. Jedoch wird eine gewisse Vorschau gegeben, um was es sich bei den Inhalten handeln könnte. Und so wie ich das verstanden habe, werden nach und nach immer mehr Inhalte hochgeladen. Zumindest verspricht das die Instagram-Seite. Das Abo-Modell kostet... Was bedeutet DieMoMa eigentlich? Das ist ja kein sinnhaftiges Wort. Aufgerundet 15 Euro im Monat. Wenn ihr jetzt auf diesen Link hier klickt, könnt ihr anstatt 14,90 Euro nur 9,90 Euro ein Abo abschließen. In den Videos sieht man einen jungen Mann, der einem Tipps geben möchte, wie man das richtige Mindset bekommt. Wir gehen jetzt hier einfach mal auf Mindset. Geld verdient, aber auch Geld sparen kann. Die Tipps sind hier so banal wie der Seitenaufbau selbst. Thema Mindset besteht aus Zielsetzung, Titeln wie Warum Veränderungen sehr wichtig sind für dein Leben oder ein Punkt namens Dankbarkeit. Sei dankbar. Weißt du, du gehörst zu den reichsten Prozent hier. Das ist ein Dach. Das ist ja mega gut. Ein Punkt namens Dankbarkeit. Stimme nachgesprochen, nicht die originale Wortwahl. Sei dankbar. Weißt du, du gehörst zu den reichsten Prozent hier. Das ist ein Dach über dem Kopf. So klar, du hast jetzt 15 Euro weniger. Aber sei einfach dankbar, du Misset. In einem anderen Video erzählt der Hauptprotagonist 5 Minuten lang über Walt Disney und alles erzählt er möglichst langsam. Vielleicht kennst du Walt Disney, der hat es ja auch geschafft, aber vorher musste er alles auf eine Karte setzen. Weißt du, was das heißt? Du bist nicht Walt Disney, aber zum Glück hast du diesen Kurs, der dir zeigt, wie man Walt Disney wird. Den Finanztipp... Wie man ein, er will mir also sagen, wie ich ein Antisemit werde? Suddenly it went dark. Walt f***ing Antisemit Disney? Walt Judenfeind Disney oder was? Tipps wird's nicht besser. Wie gesagt, einige Inhalte sind davon nicht freigeschaltet. Die Qualität lässt sich anhand der Videos, die freigeschaltet sind. Ein freigeschalteter Tipp ist der Hinweis auf den Beruf eines Mystery-Shoppers, den man ja theoretisch nebenbei machen kann. Hier Wobei verlinkt er eine PDF mit Links von Agenturen, wo man sich bewerben kann. Wobei diverse Links gar nicht funktionieren. Und auch der Rest ist eher dünn. Aber es gibt auch andere Tipps, wie man Geld sparen kann. Und zwar, Leute,
koch doch einfach selber. Ich habe letztens ein lustiges Video von einem Finanztipp-Guru, das mir auf meine YouTube-Seite verschlagen wurde oder irgendwie draufgekommen ist, gesehen, wo er gesagt hat, Dinge, mit denen man Geld spart. Und ich habe mir das legit angeguckt und dachte, okay, was kann denn da jetzt bei rumkommen? Und ich glaube, einer seiner besten Tipps war, also ich gehe jetzt nicht mehr ins Fitnessstudio, ich gehe jetzt joggen. Und mein Lieblingstipp war, also ich gehe jetzt auch nicht mehr zum Friseur, ich lasse mir jetzt von jemand anders die Haare schneiden, von meiner Frau. Und ich so, Bruder. This Finanztipp changed my life. Totaler Instant-Millionär. Ey, wirklich, ganz, ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Ja, ich gehe jetzt übrigens nicht mehr ins Fitnessstudio, ich gehe jetzt joggen. Okay. Ja, und ich gehe nicht mehr zum Friseur. Hä? Darauf weist Julienko auch in seiner Story hin. Ich habe euch vor ein paar Tagen ja schon von der Website DieMoMa berichtet und dass ich die Finanztipps auf dieser Seite sehr cool finde, gerade was das Thema Geld verdienen, Geld sparen angeht. Und heute habe ich hier mal das Thema Geld sparen etwas näher mir angeschaut. Moment, ich drehe die Kamera mal. Es lohnt sich also wirklich einmal vorbeizuschauen, denn auf DieMoMa habt ihr jeden Monat neue Videoinhalte. Neben leckeren, tollen Gerichten gibt es natürlich auch andere tolle Features. Hä? Ich dachte gerade, der macht ein Omelette, Digga. Und wenn ihr jetzt auf diesen Link hier klickt, könnt ihr anstatt 14,90 Euro nur 9,90 Euro ein Abo abschließen. Spaghetti mit Tomatensauce, Chili con Carne oder eine Gemüselasagne. Und beispielsweise die verwendeten Bilder findet man auch so 1:1 im Internet. Mit teilweise sogar... Warte mal, die verkaufen da Rezepte für Spaghetti mit Tomatensauce? Rezepten, die fast 1:1 sind. Wie gesagt, kostenlos im Internet. Fast 15 Euro für einen Tipp, dass man besser zu Hause kochen sollte und die Sachen vorkochen sollte. Das ist ein Tipp, den man bei Punkt 12 auf RTL kriegt. Brauche ich dafür einen Kurs, den mir Julienko empfiehlt? Ich weiß nicht. Nebenbei sieht man auch Rezensionen von Max S. Oh mein Gott. Oh no. Ja, genau. Das sind echte Rezensionen. Die Mumma hat mich ermutigt, über meine Grenzen hinauszugehen. Das Mindset-Training hat mein Selbstvertrauen gestärkt. Sophie L., 78 Jahre alt. Als Student hatte ich wenig finanzielle Kenntnisse. Dank Mumma habe ich sogar gelernt, wie man spart und sogar nebenbei etwas dazu verdient. Max S., perfektes Profilfoto. David B., 69 Jahre alt. Als Familienvater war es mir wichtig, finanzielle Sicherheit zu erreichen. Die Mumma hat mir geholfen, dumme Fehler zu vermeiden und meine Ersparnisse zu vermehren. Motherfucking Scam, Bro. How to look like a scam. Von Kunden, die wie Stockfotos aussehen, aber ich will hier natürlich nichts unterstellen. Und sind Stockfotos. Diese sprechen davon, dass diese Videos wirklich bahnbrechend waren und ihnen dabei geholfen haben, ihre Schulden abzubauen. Schulden abbauen, indem man Geld ausgibt für Kurse. Also der Typ ist nicht Peter Zwegert, ne? Und diese Tipps sind jetzt auch nicht bahnbrechend. Das Einzige, was sie brechen, ist es meine Lust, weiterhin diese Webseite anzuschauen. Vielleicht kennst du Walt Disney. Und die Seite selbst... Kennst du Walt Disney? Das gibt es gar nicht so lange. Zumindest entnehme ich das deren Instagram-Seite, die erst am 24. August online ging. Instagram ist hier leider meine einzige Quelle, was das Datum angeht, denn leider kann ich nicht nachverfolgen, wann die Firma gegründet wurde, weil sie keinen Sitz in Deutschland hat. Die Seite an sich ist recht oberflächlich, meiner Meinung nach sogar sehr billig aufgebaut. Zumindest die Punkte, die ich sehe und die auch angeteasert werden. Und das bringt mich und meinen Sieger-Mindset nicht voran. Und deswegen stelle ich mir die Frage, was macht denn die Seite so besonders, dass selbst Julienko sich seine Finanztipps von da holt? Naja, die bezahlen ihn. Betrieben wird die Seite von einem Herrn namens Dennis Los. Und ist gemanagt. Ist in Dubai gemanagt. Motherfucking Scam, Bro. Edit in Dubai. Besonders beliebt, weil es da gewisse Freihandelszonen gibt, wo man eine Firma gründen kann, ohne einen Wohnsitzer zu haben und ohne, dass die Kunden von dort sein müssen, aber man dennoch von den steuerlichen Vorteilen von da profitieren kann. Dubai, Dubai, Dubai! Ja, Dubai. Ah! Glücklicherweise wohnt aber Dennis Los in Dubai. Aber wer ist denn der? Oh mein Gott! Das ist ja Scam! Dennis, ich scamme mich durch den Kryptomarkt los! Ach so! Dennis Los, das ist er! Ah! I know Dennis, the Scammer Los! Klar! Dennis, kopiumrauchender Krypto-Entrepreneur Los. Der ist super, super scammy. Das ist ein Betrüger.
Das ist ein Betrüger. Es gibt so viele Auszüge über Dennis Loos. Also, oh, wo fangen wir an? Digga. Also, über Dennis Loos gibt es zum jetzigen Zeitpunkt auch eine Dokumentation, die sich auf Dubai bezieht und seine merkwürdigen Geschäfte mit einer Plattform, mit einer Kryptowährung, die mir gerade nicht einfällt. Warte. PLC Ultima Platin Coin war das, glaube ich. Ich glaube, PLC Ultima ist immer noch, was das ja macht. Genau, PLC Ultima, das ist so ein Krypto-Scam. Ganz, ganz, ganz bitter. Und der macht auch diesen Platin-Coin. Das ist so ein Bit-Connection. Das ist ganz, ganz bitter. Oh mein Gott. Dennis Loos. Ach du Scheiße. Wie man im Network-Business erfolgreich wird. Hallo, mein Name ist Dennis Loos. Und ich möchte dich heute einladen, einfach mal hinter die Facetten zu schauen und dir ein bisschen erklären, was das bedeutet, Betrüger zu sein. Nicht auch im Network-Marketing erfolgreich zu sein. Willst du von so einem Scammer nicht erklären lassen, wie man erfolgreich wird? Krank! Dennis Loos! Krass DJ! Krass Sand! Schiffe! Auf dieser Welt Business! Du musst eigentlich nur hier. Coole Brillen! Einstecktücher! Zettel, obwohl man Laptops hat! Einsteigen, Geld in die Hand nehmen. Man zeichnet auf Zettel Quadrate. Geil. Business. Mehr Quadrate. Was? Digga, das ist ja der üble Cringe. Dennis Loos. Krass. Gutes Essen. Teure Uhren. Champagner. Wie werde ich erfolgreich? 2017. Geil. Jetskis. Jetskis. Dennis Loos, Digga. Übel schlimm. Ganz, ganz rote Flagge. Wenn der irgendwo drin steht, rote Flagge, Digga. Dennis Loos. Und was macht ihn so besonders, dass Julienko für seine Seite wirbt? Wenn man ihn googelt, bekommt man nicht viele Infos. Sein Instagram, eine eigene Folge in der ARD-Mediathek. Moneymaker, ja. Und auch eine eigene Website, die übrigens bei mir als nicht sicher markiert wird. Dennis Loos betitelt sich auf seiner Seite selbst als Businessman und Entrepreneur. Kurze Frage, wie kann man zu 93% Bestselling-Autor sein? Dennis Loos ist zu 99% Network-Marketing-Spezialist, zu 93% Excellent-Speaker und zu 93% Bestselling-Autor. Das Buch vom Bestselling-Autor trägt Das ist krass. Übrigens den Namen Instaguru, endlich mehr Reichweite auf Instagram und hat seit dem Erscheinungsdatum 2018 ganze 26 Bewertungen. Und hat mir persönlich geholfen, weil in dem Buch genau beschrieben wird, wie man seinen Instagram-Account löscht, falls man ihn nicht mehr braucht. Eine durchschnittliche Bewertung von 3,7 Sternen. Mein Lieblingskommentar zum Buch ist ein Stern. Traurig, schlecht. Es ist bemerkenswert, dass einer der Autoren seinen eigenen Instagram-Namen auf der Rückseite falsch geschrieben hat. Kann ich leider nicht beurteilen, ich habe das Buch nicht, weil ein Zehner dafür. Hallo? Das ist ja fast schon ein ganzer Monatskurs. Dann gab es noch eine überarbeitete Version des Buches, welches dieses Jahr rausgekommen ist im Februar. Und die Rezensionen dazu waren noch vernichtender. Teilweise wird das Buch mit den Worten beschrieben: Das Buch ist dermaßen schlecht, dass einem die Worte fehlen. Und Abzocke. Ich meine, er ist ein Social-Media-Experte. Ja, okay, er verliert kontinuierlich Follower und seine Stories und Bilder unterscheiden sich kaum von anderen 0815-Influencern. Dennis Loos. Aber am wenn Bodensee. Da steht, er ist Social-Media-Experte, dann würde er das auch irgendwie schon sein, oder? Auch seine Consulting-Firma, die er in seinem Text bewusst erwähnt hat. Lamborghinis. Wurde 2021 begraben. Und zum Thema Rocket Agency, das er auch in dem Text erwähnt hat, finde ich so gut wie gar nichts. Außer einer Firma, die gar nichts gemacht hat und auch begraben wurde und einer anderen Firma, die ihren Sitz auf Malta hat. Und da frage ich mich, was ich davon unseriöser finde. Aber naja, in Sachen Network Marketing ist er irgendwie 99%, was auch immer. Die anderen Dinge waren vielleicht nicht so ganz geil. Erfolgreich, wenn man sie sich näher anschaut. Geil. Aber hey, der Typ ist Millionär. Zumindest behauptet er das von sich und sein Instagram-Profil, als auch seine Fotos und sein Posen vor dem Privatbudget schreien es raus. Und sein Versace-Hemd,
Also glaube ich. Womit aber wurde Dennis Millionär? Wie bereits erwähnt, gibt es eine ganze Folge zu... Na, womit wurde er Millionär, Chat, ha? ...zu ihm im Rahmen... BitConnect! ...im Rahmen eines größeren Projekts in der ARD-Mediathek als auch auf YouTube zu finden. Und das Ganze ist wie eine Art Spielfilm. Er redet von seiner Kindheit, wo er herkommt, wie er angefangen hat und was ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist. Und vor allem, wie er zu seinem Reichtum gekommen ist. Meine erste Network-Marketing-Million habe ich bei der jetzigen Firma gemacht, bei Platinum World, bei PLC Ultima. Aber was genau? PLC Ultima, der Rugpull, dem du vertraust. Ist das PLC Network Marketing? PLC Ultima ist im Kryptobereich unterwegs. Sie haben eine eigene Kryptowährung. Bei der Firma bin ich mir zumindest sicher, dass ich dort ein super Zuhause für mich und mein Team gefunden habe. Ja, sicherlich in keiner Art und Weise fragwürdig, außer... dass wir einen CEO haben, der es absolut ernst meint. Und das hat mir auch einfach ein bisschen die Selbstsicherheit gegeben, wieder im Network-Marketing anzufangen. PLC Ultima ist ein Coin, eine Firma, von dem diverse YouTuber als auch Stiftung Warentest gewarnt haben. Jetzt kann man natürlich sagen, wir bewegen uns hier in der Kryptoszene. Und da ist es immer gefährlich. Es besteht immer das Risiko, sein Geld zu verlieren. Aber das Thema rund um diesen Coin, diese Firma und diese Menschen ist doch recht interessant. Denn laut Stiftung Warentest wird bei PLC Ultima Alexander Reinhardt als Geschäftsführer aufgeführt. Auch Dennis scheint hier nicht unerheblich zu sein und wird neben Alex Reinhardt aufgeführt. Dieser ist besonders gerne in Telegram-Gruppen aktiv. Die nennt sich PLC Ultima Deutsch. Ich habe mich da mal ein bisschen reingemogelt und bekomme da auch seither regelmäßig Nachrichten eben, ne, weil da eben auch einiges los ist. Also wieder. Wunderschönen guten Morgen, Alex hier. Es ist nur der letzte Tag. Da geht es dann um unterschiedliche Themen, aber oftmals eigentlich darum, dass man, investieren man eben unterstützt werden kann, andere Leute anzuwerben. Und schwingt gerne Reden über ein Coin, über Verdienste. Ja. Was sind 20% von 2%? 0,04? Das ist der Faktor der Verknappung, wo die Leute einfach zu 100.000 auscashen können. Und wir haben genug Zeit, um alles aufzubauen. Und nochmal. Nochmals 99% Wertverlust. Hä? 98,99% Wertverlust? Der Verdienst bei PLC Ultima bezieht sich unter anderem darauf, dass man eben andere Leute anwirbt, die dann das weiterverkaufen, dabei andere Leute anwerben. So generiert das Ganze passives Einkommen. Okay, Moment. Ich kann so viel verkaufen, wie ich will und kriege jedes Mal Provision, ja. Und das Ganze wird honoriert mit einem Bonus und einem Rangaufstieg. Das Ganze nennt sich... ein Turbo-Bonus. Multilevel-Marketing und teilt sich in bestimmte Ränge auf und passives Einkommen durch Mitbewerber, die, wie gesagt, andere Leute anwerben und so weiter und so fort. Und dann kommt eben dieses Multilevel-Marketing ins Spiel. Wenn ein Partner von dir was verkauft, bekommst du immer noch ein bisschen Provision. Und wenn der Partner von ihm wieder was verkauft, bekommst du immer noch ein kleines bisschen Provision. Das bedeutet, dass irgendwann einer vielleicht in China irgendwas verkauft und du kennst ihn gar nicht und kriegst trotzdem ein kleines bisschen Provision. Wie oft kann es denn passieren? Insbesondere der Teambonus ermöglicht es aktiven Mitgliedern des Partnerprogramms, durch die Einladung aktiver Benutzer in ihr Team langfristig von der geleisteten Arbeit zu profitieren und kann Hunderttausende Euro monatlichen Profits bedeuten. Die dritte Bonusart ist der Rangbonus, der für das Erreichen jeden neuen Ranges ausgezahlt wird und insgesamt bis zu 14 Millionen Euro erreichen kann. Das Ganze ist de facto kein Schneeballsystem, es ist kein Pyramidensystem, weil hier ein Produkt im Vordergrund steht, also auf dem Papier, rechtlich gesehen ist es kein Schneeballsystem, wird aber von den Experten kritisch beobachtet und auch eingeordnet. Also die exorbitanten Gewinnversprechen finde ich sehr zweifelhaft. Im Firmenvideo wird ja von einem Rankbonus von 14 Millionen Euro gesprochen. Wo soll das Geld herkommen, wenn nicht aus einer pyramidenähnlichen Struktur? Sobald kein Verkauf mehr stattfindet nach außen oder das sehr schwer ist, wird ja nur Geld in dieser Pyramidenstruktur verdient. Und das bedeutet immer eine Verschiebung von unten nach oben. Alex Reinhardt ist eine sehr interessante Persönlichkeit in dieser ganzen Geschichte. Und zwar ist es nicht das erste Mal, dass er so ein Riesenprojekt hatte und dieser einen Wertverlust erlitt. Hat. Das Ganze gab es auch bei PlatinCoin, wo er Berichten zufolge auch involviert war. PlatinCoin? Auch hier seht ihr wieder Dennis Loos zusammen mit Alex Reinhardt. Und das System, ein Vertriebssystem, sehr, sehr ähnlich zu dem System von PLC Ultima. PlatinCoin hat einen Totalverlust erlitten. Auch bei SwissCoin war Alexander Reinhardt Berichten zufolge involviert und wurde von Stiftung Warentest auf eine Warnliste gesetzt, weil dieser ein hohes Potenzial eines Totalverlusts hatte. Und ja, traf
Auch zu, ne? In einer Swisscoin. In einem Antwortschreiben gegenüber der Welt heißt es, dass Alex Reinhardt angeblich Swisscoin vorzeitig entlassen hat, weil das System angeblich nicht mit seinen eigenen Wertvorstellungen vereinbar gewesen ist. An dieser Stelle muss man erwähnen, dass Dennis Loos laut der ARD-Doku die aufgeführten Coins empfohlen hat und wie bereits aufgezeigt, er selbst bei PLC Ultima aktiv ist und dieses Unternehmen unter der Kategorie sonstige nicht empfehlenswerte Geldangebote aufgeführt ist bei Stiftung Warentest. Wenn ich jetzt so als Zuschauer mir das angucke, denke ich mir so, boah, das ist aber ein Zufall, dass dieser Alexander Reinhardt zufälligerweise da ist, wo die Sachen einen totalen Wertverlust erlitten haben. Dennis Loos ja zufälligerweise auch. Ich kenne auch viele Menschen, die auf die falsche Firma gesetzt haben und das Geld weg war. Das kommt immer wieder vor. Ich kenne aber auch noch mehr Menschen, die auf die richtige Firma setzen und trotzdem kein Geld verdienen, weil sie einfach nicht wollen. Genau. Also eine Lose-Lose-Situation für sowohl die richtigen als auch die falschen Leute. Das Problem ist ja bei solchen Sachen, dass eben sehr, sehr viele Leute auf ihrem halt Geld nicht sitzen bleiben. Aber die eben halt nicht die Leute, die wollen halt einfach nicht, die im oberen Rang sich befinden. Und das ist immer nur so eine ganz kleine Prozentzahl. Und für die mag es dann lukrativ sein, deswegen können sie auch diesen Lifestyle, diesen Luxus nach außen hin vorleben, während die anderen, die eigentlich das meiste Geld reingesteckt haben, leer ausgehen. Mhm. Und obwohl PLC Ultima, also die Firma, mit der Dennis Loos Network-Millionär wurde und er übrigens auch enorm involviert war, nochmals 99% Wertverlust. Sieht Dennis Loos das Ganze dennoch als eine gute Firma? Bei der Firma bin ich mir zumindest sicher, dass ich dort ein super Zuhause für mich super Firma gefunden habe, dass wir einen CEO haben, der es absolut ernst meint. Ja. Und klar, jetzt kann man sagen, okay, die Doku ist ja schon ein bisschen her, aber das letzte Video, das er zu PLC Ultima hochgeladen hat, war vor 3 Monaten. Beziehungsweise wurde das von einem anderen Kanal hochgeladen und die Sitzung fand Ende Mai statt. Und es fällt einem immer schwer nachzuvollziehen, wobei geht es eigentlich in dieser Firma? Geht es hier um ein Coin oder geht es hier um das Anwerben von anderen? Denn laut einem Ausschnitt in der Welt muss man im hier gezeigten PLC Ultima Ausschnitt nicht mal Erfahrung im Kryptobereich haben. Aber Dennis kriegt nicht... Die besten Kunden sind die Kunden, die keine Ahnung haben. Ist doch schön. ...genug und er möchte noch mehr Umsatz. Ziel für dieses Jahr erreicht, den habe ich mir schon für nächstes Jahr gesetzt. Und das hat 5 Milliarden Umsatz, 2,5 Millionen Teampartner und 100 Millionen Euro Nettovermögen ist quasi mein Ziel für 2023. Und obwohl es diverse Videos auf YouTube gibt zu Network-Marketing, zu der Masche dahinter, wie manche abgezockt werden, gibt es immer noch viele, viele Menschen, die darauf reinfallen. Wie kommt das? Man muss einfach denken, wenn die Hälfte mitzieht. Ja, es ist ja schon ein enormes Potenzial und viele Leute haben ja vielleicht Geld verloren und denken, jetzt will ich es aber zurückgewinnen. Dieses Mal wird es klappen. Was mich wiederum zu Julienko zurückbringt, denn auf den ersten Blick scheint es recht harmlos. Okay, es ist eine Seite, sie kostet fast 15 Euro im Monat, es ist ein Abo-Modell und wenn ihr den Code von Julienko nutzt, dann ist es sogar für euch noch weniger und hey Leute, es ist ein Vorteil, ihr kriegt Finanztipps. Ich meine, so schlecht klingt das doch gar nicht. Ich glaube, die wollen deine Zahlungsinformationen, um sie irgendwo einzutragen und dann Kreditkartenbetrug zu betreiben. Also... mal abgesehen, dass diese Tipps jetzt nicht wirklich bahnbrechen sind. Aber sei einfach dankbar, du Mensch. Aber das Problem ist, hier wird einem Menschen eine Bühne geboten, der mir irgendwas von Gerichten unter 2 Euro erzählen will, während er irgendwelche Bilder aus dem Privatjet macht. Oder ein Goldsteak isst. So ernsthaft? Ich meine, hier stellt sich immer noch die Frage, wie er zum Millionär wurde und vor allem, ob das Ganze denn wirklich so ganz legal war. Zumindest ist es mein Eindruck nach diesem Film. Und seine Consulting-Firma ist auch... sein Buch würde ich da jetzt ehrlich gesagt nicht mit einbeziehen. Man könnte denken, okay, Julienko will hier nur ein paar nette Tipps geben und vielleicht weiß der auch gar nicht, dass es sich hier um Dennis Loos und so handelt. Und mir im Nachhinein aufgefallen ist, dass er sogar ein Gewinnspiel mit ihm veranstaltet hat, also muss er ihn zwangsläufig irgendwie kennen. Jedoch ist die Seite laut Instagram relativ neu und haut dieselben 0815 Tipps raus, wie jeder andere Ich-mach-dich-reich-Coach. Ein Abo-Modell, welcher einem Tipps, die man kostenlos im Internet findet, verkauft und dadurch das richtige Sieger-Mindset schaffen will. Und parallel dazu noch mit richtigen Kochtipps. Also, was ist das für eine Kombi? So jetzt mal ehrlich. So, das ist bahnbrechend? Das soll mein Leben verändern? Okay. Dabei labert Dennis einen voll mit der Walt Disney Lebensgeschichte und will damit implizieren, dass man es ja auch so weit bringen könnte. Es ist ein Punkt, der oft bei Ich-mach-dich-reich-Coaches genutzt wird. Und zwar wird eine berühmte und vor allem reiche Person genutzt und mit Zitaten unterlegt. Und das soll irgendwie motivieren. Oh, bitte nicht Elon Musk jetzt. Sein. Also ich meine, wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne einfach ein Poster von mir hinhängen. Ich bin jetzt nicht reich, aber ich habe Pflanzi und Pflanzinchen. Was? Sascha ist nicht reich?
Die Videos machen 300.000 Aufrufe in 24 Stunden. Die Frau wird auf YouTube, also wenn der CPM auch nur ein bisschen da ist, wird die 50.000 im Monat machen. Sicherlich. Mindestens. Konkurs starten? Später. Also, Dennis Loos, der Bestseller-Autor, der eine Consulting-Firma hat oder hatte, der ein Social-Media-Experte ist. Das alles steckt dieser harmlos wirkenden Seite, die MoMA. Ihr wisst ja, dass ich mich mit dem Thema Finanzen sehr gerne auseinandersetze und dafür ist das eine wirklich sehr coole Seite. Kann man und sollte man vor allem so einer Person glauben und vor allem ihre angeblich guten Finanztipps, vor allem mit dem Hintergrund, der uns vorliegt, und glaubt Julienko das eigentlich selber, was er da erzählt? Einem stellt sich die Frage, was sagt diese Werbung über Julienko aus? Der Multimillionär, der mit seiner Ex-Frau eine Firma aufgebaut hat, einen YouTube-Kanal zwischen Spanien und Deutschland tourt, will mir erzählen, wie ich Geld sparen kann bei meinem Wocheneinkauf. Und das Ganze bewirbt er mit einer Webseite, die so billig aussieht, dass es fast schon ein Prank sein könnte. Und ich frage mich, was soll das? Dass er und seine Freundin in der Vergangenheit keine Skrupel gezeigt haben, das Fazit konnte ich schon für mich selbst ziehen. Und es gibt genügend Beispiele. Seine Freundin hat Werbung gemacht für Fake-Heilsteine. Oh ja. Rosenquarz ist nicht Rosenquarz, meanwhile. Für Lotto. Er machte dubiose Gewinnspiele. Ist es nicht irgendwann genug? Ich meine, hat der Typ nicht genug Geld? Fühle ich mich fast auch schon ein bisschen veralbert. Ja. Da fühle ich mich auch ein bisschen veräppelt, bin ich ehrlich. Aber zurück zu den wichtigen Sachen im Leben. Schaut mal, diesen Hocker hier hat die Tanja einfach bestellt. Das ist exakt die gleiche Farbe. Oder? Wirklich wichtig. Was denkt ihr von dem ganzen Thema? Habt ihr das Ganze überhaupt mitbekommen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und ein Abo. Und dann sehen wir uns nächste Woche, Sonntag 18 Uhr, mit einem Sieger-Mindset. Und natürlich eurem Girl Sascha. So, sehr interessantes Video. Da gibt es ein Like für tatsächlich. Dennis Loos. Ich habe Dennis Loos nicht kommen sehen. Dennis Loos habe ich einfach nicht kommen sehen. Wahnsinn.